Versuch Nummer zwei. Es geht um das emotionale Gedächtnis. Mich hat nämlich eine Frage erreicht und ich habe mich entschlossen, dazu die hier zu beantworten, damit alle was davon haben. Bevor wir einsteigen, dies ist ein Filter. Ich habe ihn genutzt, weil er das alles hier gerade so schön hell macht. Und mir ist es wichtig, dass ihr wisst, dass es ein Filter ist. Für mehr Realität auf Instagram. Ha? Und vor allem realistische Frauenbilder. Nur es ist hier gerade so dunkel und ich habe irgendwie kein richtiges Licht und von daher habe ich mich für diesen Filter entschieden. Es geht um das emotionale Gedächtnis. Und zwar war die Frage von jemandem, ich mache ja einmal im Monat, gibt es ja die Abend-Sessions. Und eine Frage, die im Nachhinein kam, denn man kann mir im Nachhinein dann auch immer Fragen stellen, war, was ist eigentlich das emotionale Gedächtnis bzw. das epigenetische Gedächtnis? Und da möchte ich heute kurz was zu sagen. Also, wir haben für mich verschiedene DNAs, so beschreibe ich das gerne. Wir haben die physische DNA, wir haben die emotionale DNA und wir haben unsere spirituelle DNA. Und diese drei DNAs wirken mit uns, in uns, durch uns, bei uns in verschiedenen Arten und Weisen. Die physische DNA, die kennen wir alle, das ist, wenn wir sagen, oh, du siehst ja aus wie deine Mutter. Dann weiß man, ah, das ist auf der physischen DNA, ist es so, ich habe zum Beispiel ähnliche Augen wie meine Mutter, daran erkennt man, dass meine Mutter ist. Oder es gibt Familien, wo alle sagen, oh, wir haben alle rote Haare und daran wissen wir, dass wir zusammengehören. Ich glaube, das kennt jeder so, diese physische DNA, da gibt es so Dinge, an denen wir erkennen, beispielsweise, dass wir Familie sind oder an denen wir erkennen, dass Menschen was miteinander zu tun haben. Dann gibt es die emotionale DNA, so nenne ich sie gerne. Und das ist sozusagen das, was an Emotionen weitergegeben wurde. Das können auch Eigenschaften sein zum Teil. Das ist sowas, wie wenn jemand sagt, Mensch, du bewegst ja die Hände wie Oma Maya. Oder wenn man sagt, der Opa, der hat auch immer so geschnalzt, wenn er irgendwo hingegangen ist. Keine Ahnung. Also um das mal so beispielhaft klar zu machen. Das heißt, es ist nichts, was in unserer Physis verankert ist, sondern das zeigt sich über unsere Bewegung, über unsere Energie, wie wir sozusagen in die Welt gehen, in unserer emotionalen Präsenz. Und das ist das, was man auch als Epigenetik kennt. Das heißt, das sind Stressoren, das sind Erlebnisse, das sind Dinge, die unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, durch die Generationen hinweg mitgenommen haben, die so intensiv waren oder die sich so eingeprägt haben, dass wir sie im Hier und Jetzt noch mit uns tragen. Und hier gleich noch mal ein bisschen darauf ein, was das genau bedeutet. Das ist sozusagen die emotionale DNA. Und dann gibt es die spirituelle DNA und das ist für mich, wo wir spirituell zu Hause sind und was wir dort mitgekriegt haben. Und das ist so ein Ding, also diese spirituelle, ursprüngliche, tiefe Verbindung. Und die ist für viele von uns nicht mehr so klar wahrzunehmen, was auch in Ordnung ist, weil wir in Europa nicht in unserer ursprünglichen Spiritualität mehr sind an den allermeisten Stellen. Denn das darf man auch nicht vergessen, wir sind im 8. Jahrhundert, also nee, im 9. Jahrhundert, 800, 700 noch was, 800 um die Jahreszeit. Sind wir hier auch in den Breitengraden, also ich bin jetzt gerade im Teutoburger Wald beispielsweise, die Ecke ist das, weiter hoch dann bis nach Hamburg, sind auch die letzten Waldvölker christianisiert worden von Karl dem Großen. Und der hat sich aufgemacht, so wie es danach auch ganz viele nach ihm getan haben, den christlichen Glauben in die Welt zu bringen und vor allem dafür zu sorgen, dass die Menschen vor Ort aufhören, ihren eigenen Glauben zu haben. Dazu können wir, glaube ich, auch nochmal ein Live machen, wenn das interessant ist, was da eigentlich hintersteckt. Und das ist sozusagen die spirituelle DNA, mit der wir in die Welt gehen, wo solche Dinge auch drin hängen. Das sind solche Sachen wie Hexenprozesse, all das, was da erfahren wurde. Das sind solche Sachen wie, wenn jemand streng katholisch aufgewachsen ist und immer auf den Knien den Rosenkranz beten musste. Also das sind ganz viele verschiedene Elemente, die sich eben auch in der spirituellen DNA zeigen. Um genauso traumatisch sich dort zeigen können. Das heißt, auf der physischen können Krankheiten, also wirklich physische Krankheiten, Symptome oder Merkmale weitergegeben werden. Auf der emotionalen sind es Mimik, Gestik
Und Emotionalitäten, Glaubenssätze, die sich ja auch durch Emotionen zeigen, Stressoren, Traumata und Co. Und die in zwischenmenschlichen Beziehungen entstanden sind oder über kollektive Ereignisse. Und in der spirituellen DNA ist dann eben all das, was uns mit Spiritualität verbindet oder eben davon abschneidet, also uns nicht mehr erlaubt, zurückzugehen in diese ursprüngliche Verbindung. Jetzt ist die Frage ja heute gewesen, bevor ich jetzt wieder hier ausschweife, das epigenetische emotionale Gedächtnis. Und das ist das, was sozusagen auf dieser mittleren Ebene, auf dieser mittleren DNA liegt. Und das Gedächtnis ist einfach für mich ganz simpel immer erklärt, in dem Moment, wo meine Großmutter, und ich nutze das Beispiel einfach immer wieder, weil es das so schön deutlich macht, wo meine Großmutter mit meiner Mutter schwanger ist, bin ich schon als Eizelle im Körper meiner Mutter existent, weil wir kommen als Frauen mit 100 Eizellen auf die Welt. Und diese kleine Eizelle, die ich bin, spürt all das, was bei meiner Großmutter im Leben zu der Zeit passiert ist. Und wenn ich mich jetzt als Beispiel nehme, meine Großmutter ist schwanger geworden im Zweiten Weltkrieg. Meine Mutter ist 1944 in einem Geburtenheim im Sauerland geboren worden, weil man dachte, dass es dort sicherer ist, und war es nicht, weil da so ein Aquädukt war und die Alliierten dann beschlossen hatten, das wollen sie bebomben. Das heißt, die ersten 9 Monate meiner Mutter in dem Bauch meiner Großmutter waren Bombe und Krieg. Das ist die Energie, die ich auch mitgekriegt habe in dieser Eizelle. Und die Geburt meiner Mutter bestand im Bombenhagel. Das ist das, was ich auch mitgekriegt habe als kleine Eizelle. Und das sind die Informationen, die in diesen Eizellen dann halt eben auch gespeichert sind. Und das kann sich eben dann so äußern, dass wenn ich jetzt größer bin, den Fliegeralarm höre, auf einmal krass darauf reagiere und denke, Alter, was geht denn hier ab? Und Emotionen entwickeln, emotionales Gedächtnis, dass mein emotionales Gedächtnis, was mir von meinen Ahnen weitergegeben wurde, und ich nutze nur dieses kleine Beispiel, weil es dann immer so schön greifbar für die meisten noch ist, weil wir das so für uns auch nachvollziehen können, ne, wenn wir so ein paar Generationen gehen. Das heißt, auf einmal wird in mir etwas angetriggert, was in meiner Großmutter den Ursprung hatte. Und ich kriege Panik, wenn ich diesen Fliegeralarm höre. Macht das Sinn? Und das ist das emotionale Gedächtnis. Jetzt mal so ganz kurz gesagt, das ist das emotionale Gedächtnis kurz zusammengefasst in, was bedeutet das? Das Ganze geht natürlich noch viel weiter. Es gibt bei vielen indigenen Völkern das Sagen, vor allem in Nordamerika, mit den 7 Generationen. Also die nächsten 7 Generationen, die wir beeinflussen, beziehungsweise, das bedeutet ja auch andersrum, dass die 7 Generationen vor uns beeinflusst haben. Und wenn wir da mal gemeinsam einmal gucken, Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Ur-Urgroßmutter, Ur-Ur-Urgroßmutter, Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter und dann die letzte, die da ist. Und wenn wir das nun mal nehmen, ne, also wenn da jeder auch noch mal reinfühlt, ne? Das ist so, man sagt, so eine Generation hat so 35, sagen wir mal 30, 25, 30 Jahre. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, in welcher Zeit man das rechnet. Sage ich auch gleich noch mal was zu, aber sagen wir mal, es sind 25 Jahre. Dann rechnen wir jetzt 7 mal 25. 7 mal 20 sind 140, 7 mal 5 sind 35, 140, dann sind wir bei knapp 200 Jahren. Ich mache da jetzt mal so knapp 200 Jahre raus. Passt das? Für diejenigen, die besser im Kopf rechnen sind. Ich kenne mich aus mit Ahnen, ich bin nicht so gut im Kopf rechnen. Und wenn wir da mal zurückrechnen, sagen wir mal diese 200 Jahre, dann sind wir nicht im Jahr 2021, sondern da sind wir auf einmal im Jahr 1821. Und da war die Welt noch eine andere. Da hatten Frauen noch kein Wahlrecht, da konnten Frauen sich noch nicht scheiden lassen. Das war noch vor der Zeit, wo Frauen wegen Hysterie die Gebärmutter entfernt wurde. Es waren die Zeit, in der Frauen noch kein Erbrecht hatten, keine eigene, wie sagt man das, Wirtschaftskraft sozusagen aufbauen konnten. 155, 155, 200 Jahre daraus. Und wenn wir uns da mal reinfühlen, was da an Emotionen noch sitzt, was das für eine Lebenswelt war, welche Erfahrungen diese Frauen vor 150, 200 Jahren gemacht haben. Das ist schon nochmal was ganz anderes.
Und wenn ich mir überlege, dass diese Erfahrungen noch in mir nachhallen, dann kriege ich auf einmal eine Idee davon, was das emotionale, epigenetische Gedächtnis einer Ahnenreihe bedeutet. Das einmal mal kurz sacken lassen. Da reden wir eben nicht von der Mutter und der Großmutter, das, was wir alle so noch kennen, 40, 50, 60 Jahre, je nachdem, wie groß der Abstand war, sondern wir reden von 200 Jahren, die uns jetzt noch beeinflussen durch das emotionale Gedächtnis. Und dann, wenn wir da jetzt noch einen Schritt weitergehen, und das gebe ich jetzt einfach mal rein aus der Erfahrung in der Arbeit, die ich habe, wenn wir in die Ahnenarbeit gehen, ja auch immer wieder, weil es einfach so essentiell ist, dann kommt es immer wieder vor, dass wir zum Beispiel, wenn wir uns bewusst in Linien verbinden, über 20, 30, 70, ich glaube, das weiteste war 70 Generationen, wo wirklich ein konkretes Thema war, was sich mir hier und jetzt gezeigt hat, was auf einmal präsent ist. Und dann wird ein Schuh draus. Dann merkt man, wie krass dieses emotionale Gedächtnis ist. Und das Ding dabei ist, warum das für mich so relevant und warum das so wichtig ist, ist, dass wir als Frauen, ich kann jetzt dieses Leben nur als Frau sprechen, aber ich sehe es besonders, dass wir als Frauen das allererste Mal ja seit Tausenden von Jahren in der Situation sind, wo wir wirtschaftlich unabhängig sein können, einigermaßen sind, wo wir wenigstens auf dem Papier gleiche Rechte haben, wo wir wählen dürfen, also mit unserer Stimme und der Stimme, übrigens auch bei den Bundestagswahlen im September, nicht vergessen, wo wir mit unserer Stimme einen Unterschied machen können, wo wir ein eigenes Konto haben dürfen. Das existiert also, ich meine, das eigene Konto existierte vor 100 Jahren noch nicht mal. Das heißt, wir haben jetzt wahnsinnig gute Ausgangsbedingungen. Es kann auch massig viel passieren. Da sind wir uns alle einig. Nur die Basis ist schon mal da. Und so oft scheitern wir dann doch wieder an der Umsetzung. So oft gibt es was, und das kenne ich von mir eben. Es gab immer wieder so Momente, wo ich dachte, warum kriege ich das nicht hin? Warum hält mich das zurück? Warum bin ich da nicht sicher? Da gibt es übrigens auch ein IGTV zu Frauen und Finanzen zu, was auch mit diesem emotionalen Gedächtnis zu tun hat. Diese Idee da, weil wir Frauen können Finanzen. Wir haben nur eine andere Verbindung dazu. Also auch da, ne? Ich glaube nicht, dass Frauen Dinge nicht können. Ich glaube einfach nur, dass wir anerkennen dürfen, beziehungsweise meine Arbeit zeigt mir das, dass es ganz oft dass eben diese emotionalen Erinnerungen in uns gibt, die angetriggert werden und aktiv werden, von denen wir manchmal denken, dass es unsere sind. Und dann sagen, oh, dann fühle ich mich immer so und so, deswegen mache ich das nicht. Was wäre, wenn das nicht deines ist? Was wäre, wenn viele der Emotionen, gerade in dem Moment, wo es um Sichtbarkeit geht, wo es um Rausgehen geht, wo es um Gefühle zeigen geht, wo es um Position geht, um Macht geht, die uns so gefühlt zurückhalten, wir bewerten das ja immer, diese doofen Emotionen, wir bewerten ja auch immer so schnell, wenn die ein Hinweis darauf wären, dass es nicht eigentlich deine sind, sondern dass die aus unserer Vergangenheit kommen. Denn wir sind das Resultat unsere Ahnen. Wir sind geboren worden aus den Hüften all dieser Frauen, die vor uns kamen. Und natürlich haben wir da ganz viel mitgenommen. Es ist Bullshit, wenn wir denken, wir sind eine kleine Insel und können uns selbst optimieren, wie wir wollen. Das ist eine sehr toxische Sichtweise der Dinge in meiner Welt. Ich sehe es eher so, dass wir gewoben wurden durch diese ganzen DNAs, emotional, spirituell und körperlich, also physisch. Und daraus jede von uns einzigartig geschaffen wurden, mit diesem ganz eigenen Muster. Das, was es gibt, gilt zu erkennen, ist zu gucken, an welcher Stelle ist es ein emotionales Gedächtnis, was mich hält, an welcher Stelle sind es emotionale Erinnerungen, die mich vielleicht auch stärken und wie kann ich die mich zurückhalten, transformieren, wie kann ich die mich stärken, aktivieren, um dann mein ganz ureigenes Leben, meine ganz eigene Lebensvision wirklich zu leben als unabhängige und souveräne Frau. Denn wenn wir das tun, und das ist jetzt die Magie auch in der Ahnenarbeit, dann tue ich das eben nicht nur für mich, sondern eben für mindestens all die nächsten 7 Generationen, die mir folgen, die eben mit diesen Themen nichts mehr zu tun haben werden. Das mal so als kurze Antwort auf die Frage, was ist das emotionale Gedächtnis? Ich gucke jetzt mal hier gerade rein, ob es noch Fragen gab. Ja, es macht total Sinn. Super, Isa, Lotte, das freut mich. Ja, es ist ein spannendes Thema, Jenny. Ich könnte da auch, und ich glaube, ich mache das jetzt auch einfach wieder mehr, könnte da auch stundenlang jeden Tag drüber reden.
Es wären 300, 400 Jahre im Bezug auf was? Jetzt weiß ich nicht mehr genau. Sorry, ich habe es vorhin nicht gesehen. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, was der Kontext war. Jetzt gucke ich mal. Ja, Jenny, ich kenne das Gefühl. Eigentlich habe ich doch alles, was ich brauche und ich weiß alles Notwendige. Und warum kriege ich es nicht hin? Was wäre, wenn das der Grund dafür ist, wenn es eine Erinnerung in dir gibt, die nicht aus dem Hier und Jetzt stammt? Und da auch nochmal zu sehen, das, was uns zurückhält, ist meistens gut gemeint. Denn es gibt ja eine Ursprungserfahrung, die sagt, nö, das ist nicht gut. Also hält es sich im Hier und Jetzt zurück. Das kann man sich vorstellen, wie als ob unsere liebenden Ahnen, ich nenne sie immer die Friedlosen, weil die noch nicht in Frieden und Freude sind, weil sie traumatisierte Erfahrungen hatten, versuchen uns zurückzuhalten und die meinen das gut. Ist ja nicht, dass irgendjemand das Böse unbedingt meint. Und da reinzugehen und das aufzulösen, das kann sehr, sehr, sehr transformierend sein. Ja, auf die 7 Generationen. Ja, es kommt immer darauf an, wie viele Jahre man in die Generationen reingibt. Und ach, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Also wenn da immer so Verwirrungen sind, es gibt verschiedene Zyklen in der Menschheitsgeschichte, die in den Generationen unterschiedlich lang waren. Und das ist auch nochmal ganz interessant zu sehen, weil es eine Zeit lang gab, in denen Frauen ganz viel, ganz jung geboren haben. Dann gab es Zeiten, in denen Frauen später, sehr viel später angefangen haben zu gebären. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Da können wir auch gerne nochmal live zu machen. Also da gerne nochmal, wenn ihr Fragen habt, schickt mir die gerne alle auch hier auf Insta und ich mache einfach die nächsten Wochen. Ich gucke mal, dass ich das hinkriege, täglich ein Live zu machen, damit alle Fragen zu beantworten. Und dann sind auf einmal, ist eine Generation auf einmal 30 Jahre und dann sind es irgendwann 35, dann sind wir wieder bei 25. Das hängt vom Geburtenverhalten ab. Wie früh oder wie spät sozusagen Frauen Kinder kriegen. Und die Idee davon, dass Frauen immer schon früh Kinder gekriegt haben, stimmt nicht. Es gab eine Zeit, in der eine Generation auch 35 war. Aber da können wir dann mal anders nochmal drüber reden. Auf die 7 Generationen. Ja, also genau. Das ist dann so ein bisschen das. Aber also in meinem Bauchgefühl ist es wirklich so, dass wir mit dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht erfassen können, wie sehr wir mit unseren Ahnen verbunden sind. Da geht es mir auch direkt schon wieder hier. Und ich glaube, wir machen wirklich, wenn wir uns auf die reine Logik verlassen, machen wir einen Fehler. Denn die Logik hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und es ist kein Moment, in dem wir kollektiv glücklich und zufrieden sind. Ich glaube, wenn wir uns auf unsere Intuition verlassen, vor allem in der Arbeit mit unseren Ahnen, dann ist es etwas, was uns weiterführt und was uns weiterbringt. Denn klar ist, wenn wir nicht anfangen, unsere ahnengeprägten Traumata zu lösen, dann wiederholen wir die. Traumata, die nicht gelöst werden, werden wiederholt. Entweder agiere ich sie als Täter wieder aus oder ich agiere sie als Opfer. Das heißt, ich kreiere eine Situation, in der das Trauma wieder auf mich kommt. Und das gilt auch epigenetisch. Das heißt, es wird auch so weitergegeben. Und wenn wir uns jetzt überlegen, nur mal ganz kurz, welche Dinge in Familien passieren und wie die dann weitergegeben werden. Und wenn wir das jetzt mal kollektiv bitte sehr für die Menschheit betrachten, dann ist ja wohl klar, wenn wir uns die Ahnentraumata nicht angucken, dann kommen wir aus dieser ganzen Scheiße, sorry for the words, kommen wir da nicht raus. Und das ist das Zentrale, das ist das Machtvolle an der Ahnenarbeit. Und ja, all das kann ich mit Ahnenarbeit lösen. Also ich habe in meiner Arbeit mit den Ahnen immer wieder gemerkt und merke das auch bei mir selber die ganze Zeit, dass ich immer mehr, also dass ich immer wieder merke, krass, wie viel mit Ahnenarbeit wirklich möglich ist. Genau. Und ja, all das kommt auch in dem Buch vor. Also wer möchte, ich habe ja auch noch mal irgendwann ein Buch geschrieben gehabt. Also in dem Buch, du bist die Antwort auf deine Fragen. Danke für die Frage, Jenny. Das Schöne an dem Buch ist wirklich, und das war mein totales Herzanliegen, bevor wir jetzt für heute das zumachen, war, dass ich wirklich, also du, wer das Buch kauft, es gibt Audios dazu zum Runterladen, es gibt Worksheets dazu zum Runterladen, dass du wirklich auf so eine komplette Reise gehen kannst und selber anfangen kannst, diese Arbeit für dich zu machen. Denn das Schöne an der Ahnenarbeit ist, wir alle haben Ahnen. Wir müssen nichts extra lernen, wir dürfen nur anfangen, uns zu erinnern daran, wie das ging. Denn bevor es den christlichen monotheistischen maskulinen Gott gab, gab es die Ahnen. Das wäre jetzt was für das spirituelle Gedächtnis und die spirituelle DNA, da reden wir dann das nächste Mal drüber. Oh ja, zum spirituellen Feminismus kommt auch noch ein bisschen was. Da ist auch das nächste Buch schon in Mache.
So, dann wünsche ich euch Lieben erstmal einen wunderschönen Tag. Also wer Lust hat auf Ahnenarbeit, das Thema steht noch nicht fest, aber ich werde mich jetzt morgen oder übermorgen, ich warte immer so ein bisschen, bis der Input kommt, das neue Thema festlegen. Es gibt einmal im Monat Ahnen-Sessions live. Da gehen wir rein in einer gut überschaubaren Gruppe und wirklich live in die Themen rein, die da sind und lösen das jeweils zu einem Fokusthema. Und die Audios sind alles, das ganze Buch, das Hörbuch ist selber eingesprochen, die Audios sind selber eingesprochen, natürlich. Oh, das freut mich, dass das Buch schön ist. Das freut mich so sehr. Oh, danke. In diesem Sinne erstmal, schickt mir bitte, bitte gerne eure Fragen für die nächsten Insta-Lives. Wir machen jetzt einfach mal, vielleicht machen wir einfach mal so einen Monat live. Wir gehen sozusagen, wir machen den Sommer interaktiv. Wenn es draußen regnet, dann machen wir es uns hier schön und tauchen weiter ein. Ich freue mich also auf deine Fragen. Schick mir eine Nachricht. Alle Fragen sind okay. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen mega schönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder. Mua.